Moin Moin, hier ist der Frank. Heute mal ein kurzes, schnelles Video. Ich habe in meinem zweitletzten Video, Liquid Mission Teil 1 von 2, total vergessen zu erwähnen, dass ihr natürlich eure nikotinhaltigen Liquids und Aromen bzw. Basen, Aromen, Blödsinn, dass ihr die natürlich verschließen müsst, falls ihr Kinder und Haustiere noch bei euch wohnen oder zu Besuch kommen. Ganz wichtig, dann habe ich eine dritte Art zu mischen, ist mir untergegangen, weil ich sie selbst noch nie ausprobiert habe, und zwar das Wiegen. Also es gibt auch einige Leute, die mischen mit einer Waage. Dann ist mir noch ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe doch in dem ersten Video Erdbeeraroma angemischt und habe da dann ein, zweimal gesagt, so, ich nehme das dann so nicht genau mit der Spritze, und da war es dann das Aroma, da sollte, glaube ich, rein 1,83 Milliliter und die 0,03 habe ich dann vergessen, was auf einer 100 Milliliter Flasche nicht so viel ausmacht, auf einer 10 Milliliter Flasche natürlich eine ganze Menge. Dann kommen wir jetzt mal zu dem zweiten Video. Also dem letzten, was ich gemacht habe, ist besser angekommen, als ich dachte, weil es ist schon eine lustige Art zu mischen. Es ist natürlich nur ein Annäherungswert. Und ich habe jetzt noch mal mitbekommen, dass es die Dinger immer noch gibt. Und zwar gab es schon immer mal Akkuträger, wo zwei Verdampfer drauf passen. Und ich hatte die vor 3 Jahren, glaube ich, schon mal gesehen. Aber beim Video nicht dran gedacht. Jetzt liefere ich das nach. Hier jetzt mal eben kurz ein, zwei Bilder dazu. So, dieser Nachtrag musste noch mal eben kurz sein. Und dann verabschiede ich mich für heute. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es nicht gefallen hat, auch einen Daumen nach unten. Abonniert mich und ja, das war's. Ciao, wir sehen uns.